Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für den Applaus, aber die Ehrengäste, die Vortragenden sind viel, viel spannender und die kommen noch. Schön, dass Sie da sind. Ich sehe interessierte Blicke, ich sehe interessierte Gesichter, die nach Riemann gieren, die Mathematik heute sehen wollen, verstehen wollen und vielleicht auch ein wenig mehr. Ja, wie heißt der Titel? Erlauben Sie mir mal vorzulesen. Die 7 größten Abenteuer der Mathematik. Eine bundesweite Veranstaltungsreihe zu dem Millenniumsproblem und unsere 3-tägige Vortragsreihe hier an der Universität Bonn, hier am Hausdorff Center for Mathematics, hier jetzt auch am LVR Museum. Schön, dass Sie da sind. Genießen Sie bitte den heutigen Abend, sodass wir alle Spaß haben. Ich habe mir sagen lassen, hier wirke ich etwas blass. Danke, Stefan. Ich gehe mal etwas rüber, dezent, dann stehe ich nicht im Mittelpunkt. Das ist auch ganz gut. Und ich wirke vielleicht etwas weicher und komme vielleicht ein bisschen sympathischer rüber. Worum geht's heute? Millenniumsprobleme. Das klingt irgendwie wichtig. Ist es auch. 20 Jahre lang schon. Denn so lange ist es her, wie im Jahre 2000, über 20 Jahre, wir müssen heute genau sein, das Clay Institute die 7 großen Probleme der Mathematik herausgearbeitet hat, herausgestellt hat und, seien Sie gespannt, ausgelobt hat. Wenn man sie löst, diese großen Probleme, dann kriegt man das kleine Sümmchen von 1 Million Dollar. Wie ein Mitorganisator und Vortragender sagte, Valentin Blomer, Sie werden ihn gleich erleben im Vortrag mit Damaris, eigentlich ist es den Mathematikern gar nicht so wichtig, die 1 Million. Ich meine, das können Sie immer behaupten, aber er kam überzeugend rüber. Viele Mathematiker und Mathematikerinnen würden vielleicht sogar 1 Million zahlen wollen, um ein solches Problem lösen zu können und den Beweis zu sehen. Das glaube ich, weil das sehr zentrale Probleme sind, abgesehen von der Bescheidenheit in der Mathematik, sehr zentrale Probleme, die sehr weitreichend für die Mathematik sein sollen und das auch sind. Ja, die 7 größten Abenteuer der Mathematik hat dann nicht nur vor 20 Jahren das Clay-Institut ausgerufen, sondern auch die Junge Akademie und auch die DMV, unsere Deutsche Mathematische Vereinigung. Dazu komme ich gleich. Es gibt eine bundesweite Vortragsreihe und nach Münster, die vor 2 Wochen den Startschuss gegeben haben, sind wir jetzt dran und wir würden uns heute, Sie sehen es hier schon, mit Riemann, der Riemannschen Vermutung beschäftigen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir auch ein paar Lösungsansätze. Wir sind gespannt. Ich glaube, der 3-tägige Workshop lässt einiges an Emotionen darlegen und wir werden sehen, was da passiert. Ich hoffe, Sie sind insbesondere dann auch noch dabei. Nun, ein Problem wurde schon gelöst, die Poincaré-Vermutung. Die anderen 6 sind noch offen, aber eins nach dem anderen starten wir erstmal hier in Bonn jetzt mit der Riemann-Vermutung. Naja, die Riemannsche Vermutung begleitet die Mathematik schon mehr als 150 Jahre und wer weiß, wie lange das noch sein wird. Vielleicht ist es ein guter Startpunkt, jetzt an der Stelle eine erste Grundeinordnung zu bekommen. Und ich freue mich, dass wir auch den Besuch haben von dem Organisatorenteam der bundesweiten Reihe. Und ich möchte da stellvertretend begrüßen Professor Dr. Timo de Wolf. Timo, schön, dass du da bist. Aus Braunschweig bist du angereist, und zwar für die Junge Akademie. Und ich freue mich, dass Professor Dr. Sebastian Stiller heute ebenso hier ist, als Vertreter der Deutschen Mathematikervereinigung. Vielleicht einen kleinen Applaus für die beiden, dass sie heute hier sind. Beide lehren an der TU Braunschweig und ich bin jetzt gespannt, was du, Sebastian, uns vielleicht erzählen kannst, um einfach so ein bisschen als Warming-up für den eigentlichen Vortrag die Riemann-Vermutung einordnest in das, was uns erwartet oder was dich bewegt. Ich bin gespannt. Sebastian, die Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank. Hier liegt eine wunderschöne Uhr.
Ich werde mich an die Zeit halten. Vielen Dank für die nette Einführung. Vielen Dank Ihnen allen heute Abend fürs Kommen an so einem wunderschönen Sommerabend. Vielen Dank den Bonnern, dass die bundesweite Reihe heute hier in Bonn zu Gast sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Und ich sage das auch im Namen von, bevor ich die Mikrofone hier alle schrotte, im Namen von Timo de Wolf, dem Sprecher der Jungen Akademie. Und die besondere Freude, die ich heute noch habe, ist, verkünden zu dürfen, was Timo mir gerade gesteckt hat, kurz vor der Veranstaltung. Unsere Bundesministerin, Frau Stark-Watzinger, freut sich, die Schirmherrschaft für diese Reihe zu übernehmen. Ab heute offiziell stehen wir also unter dieser Schirmherrschaft und das freut mich ebenfalls sehr. Unsere Bonner Gastgeber haben ein wirklich fulminantes Programm zusammengestellt. Wir haben heute den allgemeinen Hauptvortrag. Morgen gibt es einen historischen Vortrag von, ich gucke gerade, aber das Licht, von Norbert Schapacher. Danach gibt es noch Kammermusik, den Pianisten, also mit Stücken von Debussy und Mendelssohn Bartholdy. Und den Pianisten können Sie heute auch schon auf der Bühne sehen, wie er nicht Musik macht, sondern wie er über Mathematik spricht. Am Freitag gibt es dann noch einen Fachvortrag, weil nämlich auch die Fachmathematiker durchaus, also die Menschen, die Mathematiker sind, aber nicht in dem speziellen Gebiet zu Hause sind, durchaus noch eine Menge erfahren möchten über die einzelnen Millenniumsprobleme. Und schon vergangenen Donnerstag, und das finde ich besonders schön, gab es hier einen Workshop für Schüler rund um die Riemannsche Vermutung. Unser eigener Sohn, unser Jüngerer, ist auch Schüler einer dritten Klasse und der hatte vor ein paar Tagen eine Frage zu den Millenniumsproblemen für mich. Und wenn Sie Eltern sind, dann kennen Sie vielleicht diese Situation, wenn Sie so eine Frage auf sich zurollen sehen, mit der klaren Überzeugung, dass Sie das doch bitte schön wissen sollten und Sie denken sich eigentlich nur, das kann nur schief gehen. Aber ich hatte Glück. Die Frage war, Papa, die Leute, die sich diese Millenniumsprobleme ausgedacht haben, kennen die Lösung? Also es ist gar nicht so eine einfache Frage, weil ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, ne? Aber ich nehme jetzt mal an, nein. Aber gut, wir schmunzeln. In der Schule, in der Grundschule vor allen Dingen, erlebt man Mathematik als etwas, wo sich jemand Aufgaben überlegt, für die er die Lösung schon kennt. Aber die Frage des Drittklässlers ist ja eine Frage. Und in der Frage steckt die Ahnung, dass es auch was anderes geben könnte. Etwas, wo man die Lösung noch nicht kennt. Und die Frage für uns ist, ob wir uns tatsächlich eine Vorstellung machen, ob wir eine Ahnung davon haben, wie weit wir davon entfernt sind, diese Lösungen zu kennen. Das haben wir vorhin schon gehört, für eines dieser Probleme ist eine Lösung bekannt, die Poincaré-Vermutung ist bewiesen, aber stellen Sie sich das nicht sozusagen zu einfach vor, selbst wenn Sie in dem speziellen Gebiet der Mathematik bestens zu Hause sind, dann kostet Sie Wochen und Monate diesen Weg zum Gipfel nachzuklettern, den Beweis nachzuvollziehen. Und für die meisten Probleme unter den noch 6 offenen Problemen gilt nicht nur, dass wir die Lösung nicht kennen. Wir haben überhaupt keine glaubwürdige Strategie, diesen Gipfel zu besteigen. Mit den Millenniumsproblemen greifen wir wirklich nach den Sternen. Und so wie man, wenn man irgendwas von Raumfahrt versteht, die Weltraumbahnhöfe in Kourou oder in Cape Canaveral kennt, so kennt man, wenn man irgendwas von Mathematik versteht, die Universität Bonn, das Max-Planck-Institut hier, das Exzellenzcluster, das Hausdorff Center for Mathematics, das ist einer der klassischen Startpunkte für die großen Reisen der Mathematik weltweit. Und Timo de Wolf und ich hätten nie und nimmer diese Reise ins Leben rufen können, wenn es in Deutschland nicht solche Weltraumbahnhöfe der Mathematik gäbe. Solche wirklich auch international hoch beneidenswerten Standorte. Und umgekehrt zeigt diese Reihe, welchen Schatz Deutschland an seiner Mathematik wirklich hat. Es gibt einen befreundeten Kollegen aus der Raumfahrt bei uns, der hat mir das mal so erklärt, eine der großen Herausforderungen bei modernen Raumfahrtmissionen ist, dass man gerne in Bereiche vordringen möchte, bei denen man nicht weiß, welchem Umfeld die Forschungs,
Geräte dann ausgesetzt sein werden. Man fliegt so ein bisschen ins Ungewisse. Ich schätze den Kollegen wirklich ganz ehrlich sehr. Ja? Aber an der Stelle konnte ich echt kein Mitleid haben. Als Mathematiker, ja, ein bisschen ins Ungewisse. Wissen Sie, wenn Raumschiff Enterprise einen Planeten anfliegt und Spock erklärt der Mannschaft vorher, da können wir weder laufen, noch fahren, noch schwimmen, noch fliegen und kein Mensch an Bord hat irgendeine Ahnung, wie man da überhaupt vorankommen soll und sein Ziel erreichen. Das ist so in etwa die Art und Weise, wie die Umgebung ist, in der mathematische Abenteuer stattfinden. Ja, für die Millenniumsprobleme ist es nicht nur nicht wie in der Schule, wo Lehrerinnen oder Lehrer die Antwort schon wissen. Nein, uns fehlen die Mittel, uns fehlen die Werkzeuge. Wir haben zum Teil nicht einmal die Begriffe, mit denen wir merken, dass wir substanziell an diesem Gipfel herankommen würden. Die Millenniumsprobleme sind in einem sehr starken Sinne, und das sind wir vielleicht gar nicht mehr gewohnt, weil wir immer so das Gefühl haben, naja, Wissenschaft und Technik sind doch so hoch entwickelt, wir können doch im Grunde alles. Nein, das sind wirklich Fragen, die in einem ganz fundamentalen Sinne für den menschlichen Verstand terra incognita sind. Und gerade deshalb sind diese Millenniumsprobleme so gut geeignet, um zu zeigen, was mathematische Forschung ausmacht. Mathematik ist der Mut, ins Ungewisse aufzubrechen. Mathematik ist das Vertrauen, eine neue Idee, eine vielleicht sogar ein bisschen am Anfang irrewirkende Idee auszuprobieren. Ja, und das ist diese unverbrüchliche Neugier, die aus jedem Scheitern immer auch den Schluss zieht, naja, dann müssen wir es halt nochmal anders probieren. Mathematik für forschende Mathematikerinnen und Mathematiker ist Mathematik immer ein Abenteuer. Und es ist genau dieser Abenteuercharakter, den wir möglichst vielen Menschen mit dieser Reihe vermitteln wollen. Und ich freue mich sehr heute auf die Abenteuerberichte von Damaris Schindler und von Valentin Blomer. Vielen Dank, dass ihr vortragt. Sebastian, vielen, vielen Dank. Ich wusste, dass du toll vortragen kannst, aber das, ja. Ich weiß, das ist peinlich, aber das war ganz toll. Wir haben viel über dich gelernt und auch über die Problematik. Deinen Sohn möchte ich gerne kennenlernen. Das scheint ein ganz toller Junge zu sein, offensichtlich auch mit einem tollen Vater. Eure Gespräche sind offensichtlich auch spannend am Armbrutstisch. Du hast einen Astronauten als Freund, das macht dich auf jeden Fall interessant. Und du bist Trekkie, das ist gut. Ansonsten würde ich sagen, war das jetzt, ich würde mal vorschlagen, jetzt nicht die Ultra-Motivationsrede. Wir sind fast am Ziel, liebe Leute. Wir müssen jetzt nur noch den Endspurt machen. Das hat er nicht geschafft. Aber ich glaube, er konnte uns motivieren, zumindest zuzuhören, was die beiden, die gleich auf die Bühne kommen werden, zu sagen haben. Vielleicht auch, um mitzumachen. Es ist ein allgemeinverständlicher Vortrag, so wurde er uns versprochen. Wir sind alle ganz kritisch. Wir dürfen danach Fragen stellen und die Fragen dürfen auch so sein. An der Stelle habe ich es nicht verstanden. Die beiden freuen sich auf die Fragen. Ich freue mich auf die Fragen. Ich freue mich auf die Gesichter von den beiden bei ihren Fragen. Und bis dahin hören Sie bitte gut zu. Bevor die beiden aber auf die Bühne gehen, erlauben Sie mir, die beiden nochmal in Ruhe vorzustellen. Und das würde ich gerne jetzt tun. Das Thema des Titels, des Vortrages sehen Sie, die beiden Namen sehen Sie auch und ich starte mit Professor Dr. Damaris Schindler. Sie ist Professorin, das darf ich glaube ich sagen, Damaris, für Zahlentheorie an der Universität Göttingen. Du hast in Stuttgart studiert, da auch den Valentin kennengelernt. Da wusstet ihr noch nicht, dass ihr heute vortragt, aber zumindest habt ihr euch da kennengelernt und du hast das Ganze im Studium auch relativ zügig gemacht. Das sage ich nicht, um mit Damaris jetzt anzugeben, dass sie heute hier ist und nur kurz studiert hat, sondern du hast im Frühstudium bereits vor dem eigentlichen Abitur schon Kurse im Frühstudium, so heißt das dann, absolviert, die anerkannt worden sind. Das sage ich deswegen, weil ich das Frühstudienprogramm hier in Bonn koordiniere und ganz toll es finde, wenn ich dann genau so eine Entwicklung sehe. Liebe Damaris,
alles richtig gemacht. Naja, dein Weg fing aber erst an. Du hast dann in Bristol promoviert, hast dann 2 Jahre hier bei uns am Hausdorff Center for Mathematics aktiv geforscht und warst nach Princeton dann schließlich in Utrecht und hast dort die Assistenzprofessur angetreten. Und dann wechselst du nach Göttingen seit 2020 oder in 2020. Wir freuen uns gleich auf deinen Vortrag. Und das, der Vortrag wird ein Joint Venture mit Professor Dr. Valentin Blomer. Valentin Blomer ist ebenso Professor für Zahlentheorie, das überrascht jetzt nicht, aber am Mathematischen Institut hier in Bonn. Da freuen wir uns natürlich, insbesondere ist er auch am Hausdorff Center for Mathematics aktiv. Er studierte in Mainz, promovierte in Stuttgart, das haben wir uns jetzt schon fast gedacht, habilitierte in Göttingen, zwischenzeitlich war er in Toronto und ist seit 2019 in Bonn und wir sind sehr froh und stolz, dass er die Zahlentheorie seitdem bei uns abdeckt und damit nicht nur das Loch im Modulhandbuch gefüllt hat, sondern auch natürlich mit seiner ganzen Größe. Valentin hat mehrere Preise gewonnen, das würde er natürlich nie sagen, aber das ist mein Job und das mache ich sehr gerne. Unter anderem den sehr wichtigen Preis in Deutschland für junge Nachwuchswissenschaftler, nämlich den Hans-Meyer-Leibniz-Preis. Der Sebastian hat es schon gesagt, er wird heute hier in der Rolle, nicht der Sebastian, der Valentin, wird heute hier in der Rolle als Mathematiker aktiv sein und morgen, Sie erinnern sich, Sie werden morgen alle hier sein, wird er uns ebenso beglücken in seiner anderen Rolle, mit seinem anderen Hut. Er ist nämlich auch ein studierter Konzertpianist und hat dort auf dem Gebiet auch Preise erlangt und wird morgen in diesem Rahmen ein Konzert mit uns allen geben, für uns alle geben. Lieber Valentin, liebe Damaris, ich bitte euch hiermit auf die Bühne und freue mich auf den Vortrag. Kommt auf die Bühne, noch einmal einen Applaus für die beiden. Ja, vielen Dank für alle einführenden Worte und freue mich ganz besonders, dass Sie hier alle gekommen sind. Um was geht es diese Woche? Die Hauptdarsteller sind Primzahlen, darum dreht sich eigentlich alles heute, morgen, auch übermorgen. Was sind Primzahlen? Beginnen wir erstmal mit den natürlichen Zahlen. Das sind die Zahlen, die Sie auch von sehr früh an kennen, mit denen wir zählen, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Natürliche Zahlen, das lernen wir auch schon sehr früh, die können wir addieren, auch multiplizieren. Zum Beispiel kann ich 5 mit 3 multiplizieren, kommt wieder eine natürliche Zahl 15 bei raus. In dem Fall sage ich auch, dass 5 die Zahl 15 teilt oder ein Teiler von der 15 ist. Ich kann es ein bisschen allgemeiner machen, wenn ich eine natürliche Zahl n habe und d, dann sage ich, dass d ein Teiler von n ist, wenn ich n schreiben kann als ein Vielfaches von d. Also zum Beispiel hat die Zahl 15 nach unserem Sprachgebrauch genau die Teiler 1, 3, 5 und 15. Denn ich kann es schreiben als 1 mal 15 und auch als 3 mal 15. Ich kann also jetzt natürliche Zahlen multiplizieren und auch sozusagen über diese Teile wieder auseinandernehmen. Zahlen, die nur so wenig wie mögliche Teile haben, nennen wir Primzahlen. Das sind genau die Zahlen, die nur sich selber und die 1 als Teile haben, in unserer Konvention größer als 1. Ja, und das sind Primzahlen und genau darum wird sich alles drehen. Zum Beispiel ist 11 eine Primzahl. Denn wenn ich 11 versuche, durch 2 zu teilen mit Rest, bekomme ich ein Rest 1 bei raus, ist also nicht durch 2 teilbar. Wenn ich versuche, durch 3 zu teilen, 11 ist 3 mal 3 plus 2, funktioniert auch nicht. Also kann ich mir so, auch wenn ich weitermache, überlegen, dass es da keinen anderen Teil als 1 und 11 geben kann. Gut, wir wissen jetzt, was Primzahlen sind, aber wie sehen denn die aus? Oder können wir vielleicht versuchen, die ersten Mal kennenzulernen gemeinsam? Schauen wir uns erstmal die Zahlen von 1 bis 100 an oder von 2 bis 100. 1 nimmt so ein bisschen Sonderstellung ein, lassen wir weg. Die 2 ist eine Primzahl, nur durch 1 und 2 teilbar. Aber damit sind alle Zahlen, die Vielfache, echte Vielfache von 2, sind keine Primzahlen. Und dann 4, 6, 8, 10 und so weiter haben ja noch 2 als Teiler können, also keine Primzahl sein. Wenn ich die mal alle grün hier in der Tafel markiere, dann sehen wir hier diese Spalten, die entstehen, weiß ich also, die grünen sind nicht Primzahlen. Nächste Primzahl ist 3 und genauso sind alle Vielfachen
echten Vielfachen von 3 hier markiert in grün und, Entschuldigung, in blau, sind auch keine Primzahlen. Also kann ich auch die rausschmeißen. Genauso können wir das mit der 5 machen, hier in orange, und mit der 7 in gelb. Und man kann sich jetzt überlegen, dass, wenn ich eine Zahl habe, die in dieser Tafel vorkommt, zwischen 10 und 100 liegt, wenn die keine Primzahl ist, dann kann man sich überlegen, müsste die einen Teiler haben, 2, 3, 5 oder 7. Das heißt, wenn ich alles rausschmeiße, was jetzt nicht grün, blau, orange oder gelb war, bleiben genau die Primzahlen bis 100 übrig. Wir können die also hier sehen in dieser Tafel, und ja, die sehen erstmal so ein bisschen zufällig aus. Gut, so ein bisschen Struktur sehen wir, in jeder zweiten Spalte passiert nichts. Und genau das ist eine von den Fragen, die sich drehen wird: Wie sind eigentlich die Primzahlen verteilt? Wie kann man sozusagen dieses Pattern, gibt es da irgendeine Struktur in dem Pattern, was wir hier sehen? So ganz konkret habe ich sie nochmal hier in einem Rande dahingeschrieben, einfach mal so ein bisschen zum Beschnuppern. Gut, das sind also unsere Hauptdarsteller, die Primzahlen. Warum sind die für uns so wichtig? Wir stellen uns das vielleicht auch so vor, dass die Primzahlen für uns die Atome sind, aus denen die natürlichen Zahlen aufgebaut sind. Denn ich kann jede natürliche Zahl versuchen zu zerlegen in immer kleinere Zahlen als ein Produkt, bis ich Primzahlen erreiche. Zum Beispiel kann ich die 150 schreiben als 2 mal 75, 75 als 3 mal 25, dann 5 mal 5. Das heißt, ich kann mir die 150 so vorstellen, die ist aufgebaut aus dem einen Atom der 2, aus dem anderen Atom der 3 und 2 mal dieses Atom 5, was da drin vorkommt. Und so kann ich mir das dann sozusagen als die Bausteine vorstellen, die deswegen sind ja auch für uns so wichtig, weil sozusagen aus denen ich alles multiplikativ aufbauen kann. Das geht jetzt nicht nur bei der 150 so, das ist ein Satz, den wir meistens so in den ersten Semestern im Studium beweisen. Ich kann jede natürliche Zahl schreiben als ein Produkt von Primzahlen. Zum Beispiel, wenn ich mal die 945 anschaue, dann geht es auch. Ich kann es natürlich auf verschiedene Weisen erreichen. Ich kann die 945 erst schreiben als 3 mal 315 und dann weiterarbeiten. Oder ich kann die erschreiben als 5 mal 189 und dann weiter zerlegen. Aber was ganz interessant ist und wichtig ist, am Ende kommt vielleicht eine Reihenfolge, kriege ich in einer anderen Reihenfolge die Primzahlen, aber wenn ich die alle umsortiere, bekomme ich genau das gleiche Ergebnis. Egal wie ich diese Zahl 945 zerlege, die 3 steckt dreimal drin, die 5 einmal und auch die 7 einmal. Das ist auch das, was wir hier als eindeutige Primfaktorzerlegung verstehen. Das heißt, dass wenn ich so eine natürliche Zahl zerlege, Primzahlen, dass dann egal ist, wie ich das mache, dass ich immer bis auf Reihenfolge bei dem gleichen Resultat ankomme. So einen ganz kleinen Ausflug jetzt hier auf der Seite. Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass diese Tatsache, die für uns so gewohnt ist, weil wir ja mit natürlichen Zahlen jeden Tag arbeiten, etwas ist, was wir auch wirklich im Studium beweisen, was nicht, sag ich mal, so super selbstverständlich ist. Und dafür haben wir ein Beispiel euch mitgebracht, was ich einfach mal zeigen möchte, dass, wenn ich in eine bisschen andere Situation übergehe, diese Eindeutigkeit verloren gehen kann. So schauen wir uns alle geraden Zahlen an. Also die Zahlen 2, 4, 6, 8, 10, 12 und so weiter. Das ist auch wieder eine Menge von Zahlen, kann ich mal hinschreiben, nenne ich A. Und da kann ich auch Zahlen miteinander multiplizieren, dann lande ich auch wieder da drin. Und jetzt kann ich auch versuchen, Elemente in A zu zerlegen. Und da gibt es auch Elemente, Zahlen, die ich nicht weiter innerhalb von der Menge A zerlegen kann. Sagen die nicht weiter zerlegbaren Elemente, die nenne ich mal P. Zum Beispiel die 6. Die 6 kann ich nicht schreiben als ein Produkt von 2 geraden Zahlen, weil sonst wäre die 6 durch was? Durch 4 teilbar, wenn ich als Produkt von 2 geraden Zahlen schreiben könnte. So kann man sich überlegen, dass die Elemente, die nicht weiter zerlegbar sind, genau die geraden Zahlen sind, die nicht durch 4 teilbar sind. Denn wenn ich durch 4 teilbar bin, kann ich die Zahl schreiben als 2 mal die Hälfte von der Zahl. Gut, das heißt, diese Zahlen sind also unsere Zahlen, die ich nicht weiter zerlegen kann in dieser Menge A. Und wenn ich jetzt die Zahl 36 anschaue, die ist das Produkt von 6 mal 6, aber auch 2 mal 18, stelle ich fest, 6, 2 und 18 kann ich alle nicht weiter zerlegen, aber ich habe jetzt 2 echt verschiedene Zerlegungen hier gefunden. Ja, das hoffe ich, zeigt Ihnen so ein bisschen, dass da doch was Besonderes ist, dass wir hier über diese eindeutige Primfaktorzerlegung in natürlichen Zahlen sprechen. Wie viele Primzahlen gibt es denn nun? Kann ich jede natürliche Zahl aus einem endlichen Baukasten zusammenbauen? Also reicht es mir vielleicht, 100 Primzahlen zu nehmen, kann ich damit alles irgendwie zusammenbasteln?
Die Antwort ist nein, das geht nicht. Du kannst es ein bisschen anders formulieren. Nach einem Satz, der nach Euklid benannt ist, gibt es unendlich viele Primzahlen. Das ist schon sehr lange bekannt. Euklid datiert man auf ungefähr 300 vor Christus. Und das wollen wir uns einmal gemeinsam überlegen, wieso das gilt. Wie machen wir das? Wir überlegen uns ein Muster oder einen Prozess. Wenn ich mit einer gewissen Menge von Primzahlen starte, ich habe so Simon sagt, Primzahlen, wie ich dann immer noch eine weitere neue finden kann. Und damit werden wir dann zeigen, dass es unendlich viele geben kann. Denn egal wie viele ich schon habe, wenn ich da irgendwie so eine feste Menge anschaue, finde ich immer noch eine, die ich noch dazu nehmen kann. Zunächst mal, es gibt Primzahlen, eine 2 ist eine Primzahl. Wenn ich bereits n Primzahlen habe, nenne ich mal die P1 bis Pn. Also n soll die Anzahl sein, könnte jetzt 100 sein, dann würde ich da P1 bis P100 hinschreiben. Und dann schaue ich mir an das Produkt aus diesen Zahlen, ich multipliziere die zusammen und addiere 1. Da kann man zunächst beobachten, dass die Zahl, die dabei entsteht, durch keine von den Primzahlen, die ich schon hatte, P1 bis Pm teilbar ist. Zum Beispiel ist ja P1 gleich 2, das heißt, wenn ich hier was zusammen multipliziere, steht da irgendwie immer was, die 2 mal irgendwas ist gerade plus 1 ist ungerade, ist nicht durch 2 teilbar. Ähnlich kann man sich überlegen, dass ich dann keinen Teiler finde aus P1 bis Pn. Gut, wenn ich jetzt diese neue Zahl, die ich gefunden habe, wenn das eine Primzahl ist, dann sage ich, okay, juhu, meine neue Primzahl, die ist dann anders als die davor, wie wir sich überlegt haben. Wenn nicht, nehme ich irgendeinen Primteiler davon und weil die ersten n-Zahlen keine Teiler sein können, muss dann Pn plus 1 eine andere Primzahl sein, eine neue Primzahl. Gut, wie sieht es jetzt vielleicht konkret aus, mal alternativ, so gucken wir uns das mal ganz konkret an, wie ich so da beliebig viele Primzahlen hinschreiben kann. Ich würde vielleicht mit der Primzahl 2 starten. 2 plus 1 ist 3, ist eine Primzahl, ist also meine neue Primzahl, die kommt jetzt in meinen Sack von bekannten Primzahlen dazu. Multipliziere die zusammen, addiere 1, kommt die 7 bei raus, 7 ist auch wieder eine Primzahl. Also prima, haben wir schon 3 Primzahlen gefunden, die 2, die 3 und die 7. Jetzt multipliziere ich die wieder zusammen, addiere 1, kommt wieder eine Primzahl bei raus, die 43. Auch die nehmen wir wieder mit, jetzt haben wir schon 4. Wenn ich jetzt nochmal weitermache, die multiplizieren 1, addiere, kommen 1807 bei raus. Das ist keine Primzahl, aber ist durch 13 teilbar. Und das ist prima, denn jetzt kann ich die 13 wieder mitnehmen und so weitermachen. Und das ist ein ganz konkretes Muster, sage ich mal, mit dem könntet ihr jetzt auch daheim weiterspielen, beliebig lang weitermachen. Ja, wir haben also unendlich viele Primzahlen und damit ist die Welt der Mathematiker in gewisser Hinsicht reicher als die der Chemiker. Unsere Periodentafel hört nicht auf. Ja, und vielleicht können wir das noch ein bisschen genauer fassen. Wie viele Primzahlen gibt es zum Beispiel bis 100 oder bis 1000 oder bis 100 Millionen? Oder wenn ich mir irgendein X vorgebe, möchte ich wissen, wie viele Primzahlen gibt es denn bis x? Und das nenne ich Pi von x. Ich habe Ihnen mal so eine kleine Tabelle mitgebracht. Bis 100 gibt es 25, bis 1000 gibt es 168 Primzahlen und so weiter. Bis 1 Milliarde gibt es ungefähr 50 Millionen Primzahlen. Ganz schön viele. Fällt an der Tabelle irgendwas auf? Naja, also man stellt fest, dass obwohl es doch ziemlich viele Primzahlen gibt, die Dichte irgendwie weniger wird. Also unter den ersten 100 ist jede vierte Zahl prim, unter den ersten 1000 nur noch jede sechste ungefähr. Ich habe hier das Verhältnis mal hingeschrieben. Unter den ersten 10.000 ungefähr jede achte, unter den ersten Milliarden Primzahlen nur noch ungefähr jede 20. Fällt an diesen Quotienten etwas auf? Wenn Sie scharf hingucken auf diese Zahlen und die Differenzen zweier aufeinanderfolgender Zahlen betrachten, dann sehen Sie, das stabilisiert sich bei 2,31. Die Differenz zweier aufeinanderfolgender Quotienten ist immer 2,31. Steckt da System dahinter oder ist das Zufall? Und wenn ja, also wenn da System dahinter steckt, was hat es mit der 2,31 auf sich? Da steckt System dahinter
Und 2,31 ist der natürliche Logarithmus von 10. Sie erinnern sich vielleicht, der natürliche Logarithmus ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. Der sagt mir, wie oft, also womit muss ich e potenzieren, damit 10 rauskommt. Und diese Differenz, tja, die ist irgendwie immer der Logarithmus von 10. Jetzt könnte man auf folgende Vermutung kommen. Also dieser Quotient 10 hoch n durch Pi von 10 hoch n sollte ungefähr n mal der Logarithmus von 10 sein. Und wenn Sie jetzt die Logarithmusgesetze anwenden, können Sie das n hier noch reinziehen. Das ist Logarithmus von 10 hoch n. Naja, also was für 10 hoch n gilt, sollte vielleicht immer gelten. Ich setze jetzt für 10 hoch n einfach mal probehalber x ein und könnte vermuten, dass dieser Quotient x durch Pi von x ungefähr log x ist. Und in der Tat, das ist der Primzahlsatz. Pi von x, ich stelle das um, Pi von x ist etwa von der Größenordnung x durch log x. Das ist der Primzahlsatz, der unabhängig von de la Vallée-Poussin und Adamar vor über 120 Jahren bewiesen worden ist. Sie sollten sich das so vorstellen, die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie so einen großen Sack vor sich haben mit lauter Zahlen, sagen wir hundertstelligen Zahlen, und Sie machen die Augen zu und greifen rein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl prim ist, ungefähr 2,3, wenn Sie hundertstellige Ziffern haben, also 1/230. Jede 230. Zahl ist prim. Ja? Man kann das noch ein bisschen genauer machen. Ich habe hier bei der Herleitung ein kleines bisschen sozusagen geschummelt. Eine bisschen bessere Approximation ist, wenn ich nicht global durch den Logarithmus teile, sondern gewissermaßen lokal an jeder Stelle diese Dichte nehme und das aufintegriere. Das ist technisch etwas komplizierter. Das liefert die sogenannte Funktion des Integrallogarithmus. Das braucht uns nicht weiter zu interessieren. Das ist sowas Ähnliches wie x durch log x und ist aber eine bisschen genauere Approximation. Ja, dass diese Funktion, die man also zumindest numerisch sehr gut berechnen kann, dass das die richtige Approximation ist, das wusste bereits Gauss. Und hier sehen Sie eine Kopie aus einem Tagebuch, aus einer handschriftlichen Aufzeichnung von Gauss. Das ist sozusagen so eine Art Vorläufer einer Excel-Tabelle, die er angelegt hat, und er hat Primzahlen zwischen 2.900.000 und 3 Millionen abgezählt. Und die Tabelle ist so zu lesen, dass also dieses Intervall von 100.000 ist in 10 Zehntausender Intervalle eingeteilt, also sogenannte Chilliarden. Gauss nennt das Chilliarden. Und hier steht dann, jede Chilliarde ist nochmal in Hunderter Intervalle eingeteilt. Und hier steht, wie viele Primzahlen, also wie viele Intervalle es gibt, wie viele hunderter Intervalle mit einer vorgegebenen Anzahl von Primzahlen. Also diese 18 hier, die ist zum Beispiel so zu lesen. In dieser Chilliarde gibt es 18 Intervalle der Länge 100 mit genau 6 Primzahlen und 22 Intervalle mit genau 7 Primzahlen. Hat er also alles katalogisiert. Der hatte keinen Computer zur Verfügung. Das hat er alles mit Stift und Papier, bis 3 Millionen. Gemacht. Und insgesamt kommt man auf 6.705 Primzahlen und Sie sehen hier, LI steht für Integrallogarithmus. Gauss wusste, was die richtige Approximation ist, die ist 6.712 und er war sehr beglückt, dass das also sehr gut zusammenpasst. Ja, hier ist noch eine etwas größere Excel-Tabelle von 2 Millionen bis 3 Millionen. Und auch hier kriegt man insgesamt 67.000 Primzahlen und das wird mit dem Integrallogarithmus verglichen. Und das stimmt ziemlich gut überein. Gauss notiert noch zwei Kuriositäten. Und zwar gibt es hier oben eine Centade mit gar keiner Primzahl, also ein Hunderter Intervall, wo mal über eine Länge von 100 überhaupt keine Primzahl vorkommt. Und hier unten ist ein Intervall der Länge 100, was 17 Primzahlen enthält. Also da sind plötzlich mal exzessiv viele drin. Das sind sozusagen zwei Kuriositäten, die in dieser Tabelle auftauchen, die extra noch notiert werden. Und das Ganze kann man in der Göttinger Bibliothek sehen. Das ist sehr beeindruckend. Ich habe das also wirklich gesehen. Da gibt es also regalmeterlange Tagebücher von Gauss, die man da echt im Original sieht. In die Hand nehmen kann man sie nicht, aber man kriegt eine Kopie. Wirklich sehr beeindruckend.
Ja, zurück zur Riemannschen Vermutung. Ah, noch ein Brief von Gauss. Den schreibt er an seinen Freund Johann Encke, der auch ein Schüler von ihm war. Er schreibt, hoch zu verehrender Freund, die gütige Mitteilung Ihrer Bemerkung über die Frequenz der Primzahlen ist mir in mehr als einer Beziehung interessant gewesen. Sie haben mir meine eigenen Beschäftigungen mit demselben Gegenstand in Erinnerung gebracht, deren ersten Anfänge in eine sehr entfernte Zeit fallen. Gauss wurde 1777 geboren, da war er also 15, ja, Schüler, und hat Primzahlen gezählt und wusste, dass das hier die richtige Approximation ist. Und schreibt weiter, ich habe, da ich zu einer anhaltenden Abzählung der Reihe nach keine Geduld hatte, sehr oft einzelne unbeschäftigte Viertelstunden, wenn man so auf den Bus wartet oder so, verwandt, um bald hier, bald dort eine Trilliarde abzuzählen. So sind nun schon seit vielen Jahren die ersten 3 Millionen abgezählt und mit dem Integralwert verglichen. Datiert 24. Dezember, ich weiß ja nicht, was Sie so auf Ihre Weihnachtspostkarten schreiben, Gauss also beschäftigt sich in seiner Weihnachtspost mit den Primzahlen. Ja, also zurück zur Riemannschen Vermutung. Hier ist nochmal die Tabelle mit x und so viel Primzahlen gibt's und das hier ist die Approximation. Und hier sehen Sie, wie gut die Approximation ist, also das ist der Fehler, der hier steht. Und tja, wenn man sich diese Tabelle anguckt, ist die erste Beobachtung offensichtlich. Die Approximation ist immer ein bisschen zu groß. Der Fehler ist immer negativ. Also die erste Beobachtung ist, dass diese Differenz immer negativ ist. Die zweite Beobachtung ist etwas subtiler. Die Approximation ist ziemlich gut. Das sind nur ungefähr halb so viele Stellen wie die Zahl selbst. Also das ist eine ziemlich gute Approximation. Was ist von den beiden Beobachtungen zu halten? Die erste Beobachtung ist falsch. Diese Tabelle legt das zwar nahe, aber tatsächlich wechselt diese Differenz unendlich oft ihr Vorzeichen. Aber dort, wo Sie es nicht mehr sehen. Es gibt im Universum etwa 10 hoch 80 Atome und der erste Vorzeichenwechsel, da brauchen Sie vermutlich mehr Primzahlen, als es im Universum Atome gibt. Also Vorsicht mit Computerrechnungen. Das kann sehr schnell in die Irre führen. Wir haben es hier mit Phänomenen zu tun, die sind so gigantisch groß, da können uns die Computer nicht weiterhelfen. Die Mathematik aber schon. Wir können zeigen, dass die erste Beobachtung falsch ist. Die zweite Beobachtung, tja, die wissen wir nicht. Das ist genau die Riemannsche Vermutung. Die Riemannsche Vermutung sagt aus, dass der Fehler in dieser Approximation ungefähr von der Größenordnung x hoch 1/2 ist. Mit anderen Worten, diese Approximation ist sehr, sehr gut. Das hier ist natürlich kein wirklich mathematischer Satz, ist etwa von der Größenordnung, wenn Sie es interessiert, hier steht das Kleingedruckte, hier steht, was das sozusagen wirklich heißt. Aber für den Hausgebrauch reicht es sozusagen, dass wir wissen, dass der Fehler in dieser Approximation ungefähr halb so viele Dezimalstellen hat wie die Zahl selbst. Ich habe Ihnen das hier mal geplottet. Diese Zickzackkurve ist die Anzahl der Primzahlen, das Lilane ist die Approximation, sieht ganz gut aus. Wenn Sie noch größer gehen, bis 50.000, können Sie die beiden Kurven mit bloßem Auge nicht mehr unterscheiden. Und hier sehen Sie den Fehler, der verhält sich sehr zickzackartig. Ich habe den mal gegen eine Wurzelfunktion aufgetragen, das sieht ganz plausibel aus. Und diese Zickzackkurve, die erinnert an etwas, was in der Mathematik als Irrfahrt bezeichnet wird, als Random Walk. Wenn Sie sagen, das ist der Gang des Betrunkenen, wenn man nicht so richtig weiß, man geht mit Wahrscheinlichkeit 1/2 in die eine Richtung, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 in die andere Richtung, dann geht man ungefähr so. Und ja, das ist tatsächlich das, was man erwarten würde. Ich habe hier noch so ein ähnliches Beispiel. Wenn Sie sagen, ich gehe nach rechts, wenn meine Zahl eine gerade Anzahl von Primteilern hat und nach links, wenn sie eine ungerade Anzahl von Primteilern hat, und ich zähle das jetzt zusammen, ich zähle immer eins weiter und gehe entweder nach rechts oder nach links, das sollte irgendwie zufällig sein. Und dann passiert genau sowas und dann kommt sowas bei raus. Das ist das, was Sie sozusagen, wenn Sie nach links und nach rechts gehen. Und die Riemannsche Vermutung ist äquivalent zu der Aussage,
dass sich diese Folge eben auch wie so eine Irrfahrt verhält. Wir haben jetzt eine erste Formulierung gesehen von der Riemannschen Vermutung. Wir wollen noch eine zweite erarbeiten heute Abend. Dazu folgen wir Ideen von Euler. Wir gehen zurück zu der Frage, warum gibt es eigentlich unendlich viele Primzahlen? Und es ist ganz oft so in der Mathematik, dass uns Beweise nicht nur zeigen, dass irgendwas gilt, dass wir irgendwas als wahr annehmen können, sondern auch ganz wichtige Informationen und Verständnis geben, dass wir besser irgendwie das einordnen können. Was sind eigentlich so die Gründe vielleicht dahinter? Und dazu wollen wir jetzt Ideen von Euler folgen. Es wird Teil von diesen nächsten, sage ich mal, 5 Minuten werden ein bisschen mathematischer als der Rest. Wenn Sie Objekte nicht kennen, ist das vollkommen okay. Wir wollen Ihnen einfach so ein bisschen den Eindruck geben, wie man sowas anschauen kann, wie vielleicht auch die Sprache dahinter ist von den Objekten, mit denen wir eigentlich hantieren. Ich hoffe, wir finden uns da ganz bestimmt wieder drin. Gut, Euler hatte die Idee, die folgende Reihe anzuschauen, die nennen wir auch Zeta von S, das ist dann die Riemannsche Zeta-Funktion. Wenn ich eine reelle Zahl S größer 1 habe, dann schaue ich mir die Summe an. Ich nehme 1 geteilt durch 1 hoch S, das ist 1, plus 1 geteilt durch 2 hoch S, plus 1 geteilt durch 3 hoch S, plus 1 durch 4 hoch S und summiere so immer weiter und weiter und weiter auf, nur höre ich nie auf, ich summiere immer, immer weiter. Und das schreiben wir dann in der Mathematik auch gern mit diesem Symbol hier, dass ich, sagen hier, beliebig lang summieren kann. Wenn S größer 1 ist, kann man sich überlegen, dass das auch im sehr natürlichen Sinne Sinn macht, diese Summe, dass da eine Zahl bei rauskommt, eine reelle Zahl. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt S gleich 2 nehme, dann ist Zeta von S die Summe, die ich kriege, wenn ich 1 plus ein Viertel, plus ein Neuntel, plus ein Sechzehntel, plus ein 25stel und so weiter aufaddiere. Und man kann zeigen, das ist keineswegs offensichtlich, dass da Pi Quadrat Sechstel bei rauskommt, das ist eine ganz konkrete Zahl. Und so kann man jeder reellen Zahl Zeta von S zuordnen, wenn S größer 1 ist. Wie verhält sich diese Funktion? Eine wichtige Sache für uns ist, wenn ich mir Zahlen S anschaue, die immer näher und näher an die 1 kommen, was dann mit Zeta passiert. Also wenn ich Zeta jetzt ausrechne an der Stelle 1,01, 1,001, 1,00001, was passiert dann mit den Werten, die ich dabei rausbekomme? Die Beobachtung ist, dass je näher ich mit meiner Zahl in die 1 rankomme, dann explodiert die Zeta-Funktion. Die wird immer größer, riesengroß. Man kann es auch mathematisch so formulieren, dass man diese Summe so ein bisschen vergleichen kann mit dem Integral. Das Integral ist 1 durch s minus 1, also die verhalten sich ganz ähnlich. Und wenn ich hier für s 1 einsetze, steht da 0 im Nenner. Und durch 0 darf ich irgendwie nicht teilen. Oder 1 durch 0 stellen sich manche vielleicht ein bisschen als unendlich vor. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Wenn s sehr klein wird, dann explodiert mir hier diese rechte Seite. Das ist also eine analytische Eigenschaft, sagen wir auch, die wir einfach mal so mitnehmen. Da sollte Pi Quadrat Sechstel bei rauskommen. Ja, das ist korrekt. Also wenn ich für Zeta von 2 ausrechne, die Zeta-Funktion an der Stelle 2. 1, oh, danke. Sehr guter Punkt, vielen Dank. Da steht hier ein Twiddle da drin. Da steht so ein Tilde. Mit dem Twiddle will ich sagen, dass die zwei Funktionen, die da jetzt rechts und links stehen, sich so ähnlich verhalten, wenn S in der Nähe 1 ist. Das habe ich so ein bisschen unterdrückt hier oben drin, versteckt. Vielen Dank für die Frage. Also was ich damit zu sagen, hier sagen möchte, die Funktionen verhalten sich ähnlich. Wenn ich die ausrechnen könnte, ist gleich 1 durch S minus 1, das wäre auch eigentlich viel. Also das, dann wird sich die Welt für uns vielleicht auch so ein bisschen verändern. So einfach ist es an der Stelle nicht. Aber ja, genau, das sozusagen damit gemeint, dass ich dann ja, bis auf sozusagen Fehlerterme, die einfach kleinere Größenordnungen haben, das so darstellen kann. Deswegen dieses Twiddle so ähnlich vom Verhalten. Was wir auch ganz häufig in der Analysis auch machen und in der analytischen Zahlentheorie, dass man sich für so das grobe Verhalten von der Funktion erstmal interessieren. Gut, jetzt eine andere Feststellung. Natürliche Zahlen, haben wir gelernt, kann ich schreiben als ein Produkt von Primzahlen. Diese Summe, unendliche Summe, die Zeta-Funktion, ist eine Summe über natürliche Zahlen. Jetzt kann man sich fragen, kann ich damit auch irgendeinem Sinne, wenn ich natürliche Zahlen faktorisieren kann, irgendwie auch diese Summe auseinandernehmen in Beiträge, die nur Primzahlen sehen? Die Antwort ist, das geht.
Wenn ich mir zunächst mal alle Zahlen anschaue, die aus dem Atom 2 aufgebaut sind, unter Multiplikation, also die 2, die 4, 8, 16 und so weiter, also Potenzen von 2, kann ich mal zunächst versuchen, so etwas Ähnliches wie diese Zeta-Funktion hinzuschreiben, nur dass ich jetzt nur die Summe bilde über alle Potenzen von 2. Dafür schreibe ich jetzt hier in n in a von 2, meine damit alle aus dem Atom 2 aufgebauten Zahlen und bild 1 geteilt durch n hoch s dafür. Also konkret n ist dann 2 hoch irgendwas, 2 hoch e, jetzt bilde ich die Summe 1 geteilt durch 2 hoch 0 hoch s und so weiter. Ich kann das auch umschreiben, 1 geteilt durch 2 hoch e hoch s, kann ich schreiben als 1 geteilt durch 2 hoch s hoch e, das kann ich einfach vertauschen. Und jetzt steht hier etwas da, was manche von Ihnen vielleicht schon als geometrische Reihe kennen. Eine Summe von diesem Typ, wo da eine gefächte Zahl drin steht, wo ich dann immer Potenzen davon aufaddiere, nennt man geometrische Reihe, da kann man zeigen, da gibt's, kann ich ausrechnen. Wenn Sie es nicht kennen, dann nehmen wir es einfach als Blackbox mit. Also man kann das ausrechnen, da kommt da hier 1 minus 1 durch 2 hoch s hoch minus 1 bei raus. Für uns wichtig, da kommt einfach ein einfacher Ausdruck bei raus, den ich einfach hinschreiben kann. Gut, wenn ich jetzt anschaue, ein bisschen komplizierter das Ganze mache, ich nehme mal die Atome 2 und 3 mit, zwei Atome, und schaue mir an alle Zahlen, die aus diesen beiden Atomen aufgebaut sind. Was passiert dann? Also da wäre jetzt in dieser Menge a von 2, 3, das sind die Zahlen, die ich als 2 hoch eine Potenz mal 3 hoch eine andere Potenz schreiben kann, da wäre jetzt zum Beispiel die 6 dabei, die 12 wäre mit dabei, aber die 5 wäre nicht dabei, weil die 5 ja nicht aus 2 und 3 aufgebaut ist. Jetzt können wir das Gleiche machen. Ich kann mir wieder diese Summe anschauen, die so ähnlich wie die Zeta-Funktion aussieht, nur jetzt über alle Zahlen, die aus den Atomen 2 und 3 aufgebaut sind. Das kann ich auch schreiben als 1 geteilt durch. Jede solche Zahl kann ich schreiben als eine Potenz von 2 mal eine Potenz von 3 und das hoch s. Und jetzt kann ich mir überlegen, dass ich das hier jetzt schreiben kann als ein Produkt von 2 Reihen, von 2 solchen Summen, wobei ich jeweils nur einmal die 2 oder nur die 3 habe. Wenn wir hier mal in dem Schritt uns überlegen, wieso das gilt, das ist im Prinzip ein Ausmultiplizieren. Wenn ich hier rechts hier einen Summanden nehme und da einen Summanden, die beiden multipliziere, bleibt ja genau irgendwas hoch 2 hoch s mal 3 hoch irgendwas stehen. Oder wenn Sie 1 plus 1/2 multiplizieren mit 1 plus 1/3, kommt 1 bei raus, plus 1/2 plus 1/3 plus 1/6. Das ist genau das, was hier passiert, nur in unendlicher Form, weil ich da unendlich viele Terme aufaddiert habe. Gut, das heißt, ich kann sagen, das hier auseinandernehmen in diese zwei Teile, einen von der Primzahl 2 und 3 her, beide kann ich wieder ausrechnen und ja, da kommt auch was ganz Konkretes hier rechts bei raus. Nehmen wir jetzt mal einfach mit, so auf die nächste Slide, ein bisschen mehr Platz zu haben. Soweit sind wir gekommen und jetzt müsste ich ja links eigentlich alle natürlichen Zahlen mitnehmen, nicht nur die, die aus nur 2 und 3 aufgebaut sind. Wenn ich das links mache, wenn ich da alle Primzahlen nacheinander zulasse, dann noch die 5 mit erlaubt, noch die 7 erlaubt, dann entsteht links die Riemannsche Zeta-Funktion, 1 durch n hoch s. Und rechts, auf der rechten Seite hier, bekomme ich ja für jede Primzahl einfach so einen Faktor mit dazu. Das heißt, was rechts stehen bleibt, ist dann das Produkt aus 1 minus 1 durch 2 hoch s hoch minus 1, 1 minus 1 durch 3 hoch s, dann kommen die 5 noch mit dazu, dann nächstes 7 und so weiter. Aber da gibt es eine kompakte Notation für, da schreiben wir so ein Produktzeichen. Das soll also genau dieses Produkt sein, wo ich alle Primzahlen nacheinander betrachten, die Produkte da multipliziere. Gut, was passiert jetzt? Angenommen, wir haben nur endlich viele Primzahlen. Dann kann ich hier auf der rechten Seite, wenn zum Beispiel 1, 2, 3 und 5 die einzigen Primzahlen wären, die es gibt, dann könnte ich da ganz bequem s gleich 1 reinsetzen und da kommt einfach eine Zahl bei raus, nämlich 1 minus 1/2 mal 1 minus 1/3 mal 1 minus 1/5 und davon das Inverse gebildet. Das heißt, wenn es nur endlich viele Primzahlen gibt, dann bleibt rechts irgendwas Endliches stehen, aber auf der linken Seite weiß ich schon, dass wenn ich s gleich 1 versuche einzusetzen oder in die Nähe komme, dass mir das explodiert, dass da unendlich bei rauskommt. Und es kann nicht gleichzeitig sein, denn die beiden Ausdrücke sind ja gleich. Auf der rechten Seite steht genau das gleiche wie links, nur anders hingeschrieben. Es kann also nicht sein, dass ich rechts bequem s gleich 1 einsetzen kann, aber links mir das Ganze dann explodiert. Man kann es auch so, da ich mal nochmal zusammenfassen, unser Argument, was lernen wir daraus? Die Tatsache, dass diese Riemannsche Zeta-Funktion ein Pol hat, wie wir sagen, oder riesengroß wird, unendlich wird, wenn s gegen 1 geht, das ist so der Grund dafür, den wir gerade eben verwendet haben, zu zeigen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Man kann jetzt diesen Gedanken noch weiterspinnen. Man kann sagen, dass die Eigenschaft der linken Seite ist ja eine analytische Eigenschaft. Da
was irgendwie, sage ich, analytisch mit dieser Funktion zu tun hat. Jetzt kann man sich fragen, wenn ich noch weitere Eigenschaften weiß über diese Zeta-Funktion, weitere analytische Eigenschaften, vielleicht weiß ich dann auch mehr über die Primzahlen. Und das war ein Konzept, was Riemann zu uns gebracht hat. Riemanns Idee war, diese Funktion noch zu erweitern, und zwar als Funktion auf der sogenannten komplexen Zahlenebene zu betrachten. Gut, was sind komplexe Zahlen? Dazu ein bisschen ausholen. Also Riemanns Idee ist, mir reichen noch nicht, dass ich dafür reelle Zahlen reinstecken darf in diese Funktion. Ich will es noch irgendwie erweitern. Was sind komplexe Zahlen? Reelle Zahlen kennen wir, denke ich, alle ganz gut, so vielleicht vom Meterstab her. Reelle Zahlen kann ich mir vorstellen als so einen geraden Strahl, wo jede reelle Zahl so seinen Platz hat. Zum Beispiel 1, 2, Pi aufgetragen. Und komplexe Zahlen kann ich mir vorstellen als eine Ebene. Eine komplexe Zahl kann ich mir vorstellen als einen Punkt in dieser Ebene. In der Ebene, um einen Punkt zu beschreiben, muss ich ja irgendwie sagen, wie weit ich rechts bin, eine x-Koordinate, wie weit ich nach oben gehe, das ist die y-Koordinate. Diese Richtung nach rechts nennen wir, wenn ich über komplexen Zahlen spreche, auch einen Realteil von der Zahl, schreibe ein x für. Und das, was ich nach oben gehe, diese y-Koordinate, nenne ich Imaginärteil. Und das ist jetzt einfach eine andere Schreibweise. Um den Punkt zu beschreiben, schreibe ich x plus i mal y. Und x soll praktisch die eine und y die andere Koordinate sein. Gut, also Idee, ich kann mir eine komplexe Zahl vorstellen als einen Punkt in einer Ebene. Mit komplexen Zahlen kann man auch rechnen. Hier nochmal ein kleines Beispiel von komplexen Zahlen. Das wäre 2 plus 3i, ich gehe 2 nach rechts, 3 nach oben. Oder das hier ist minus 4 minus i, ich gehe 4 nach links und 1 nach unten. Ich kann damit rechnen, man kann komplexe Zahlen addieren. Wenn ich zwei komplexe Zahlen habe hier, kann ich mir die so als Pfeile veranschaulichen. Wenn ich die Pfeile hintereinander lege und gucke, wo ich dann lande, das wäre dann die Summe von meinen komplexen Zahlen. Wenn ich zwei komplexe Zahlen hier in Rot und in Grün habe, multiplizieren will, kann ich mir die Länge von den Pfeilen anschauen, die Länge der Pfeile multiplizieren, kriege ich die Länge von dem Pfeil, dem Schwarzen hier raus. Da gibt es auch Winkel, die beschreiben, wie hoch sozusagen meine Pfeile, der gelbe und grüne, sind. Wenn ich die addiere, diese Winkel, dann kriege ich einen Winkel von meinem Produkt. Ist jetzt im Folgenden gar nicht so wichtig, wie ich genau mit komplexen Zahlen umgehe. Ich möchte einfach Ihnen so mit sagen, wir stellen uns das vor als Punkte in der Ebene und ich kann damit rechnen. Das ist alles, was wir erstmal brauchen. Riemanns Idee ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Idee von ihm, ist, die Riemannsche Zeta-Funktion als eine Funktion auf der komplexen Zahlenebene anzuschauen. Also diese Riemannsche Zeta-Funktion, da konnte ich auch bisher eine reelle Zahl s Größe 1 reinstecken und kriegte wieder eine reelle Zahl bei raus. Riemanns Idee ist, wenn ich hier jetzt eine komplexe Zahl reinstecke, wo der Realteil s größer 1 ist, also die x-Koordinate größer als 1, dann kann ich das auch ganz auf ganz natürliche Weise ausrechnen sozusagen und bekomme hier auch einfach eine komplexe Zahl bei raus. Das heißt, ich habe, wenn ich hier mal die komplexe Zahlenebene mir veranschaue, hier das Blaue, das sind alle Zahlen mit Realteil s größer 1, da kann ich also auf natürliche Weise diese Summe hinschreiben. Bei dem roten Punkt, da ist die Funktion unendlich, da explodiert mir Riemannsche Zeta-Funktion. Und Riemanns Idee ist, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Funktion fortzusetzen auf diesen gelben Teil von der komplexen Zahlenebene. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich diese Funktion irgendwie anders hinschreiben könnte, irgendwie einen anderen Ausdruck finde, der auch noch Sinn macht, wenn ich hier nach links gehe, dass ich das dann fortsetzen. Das ist Riemanns Werk, dass er uns sagt, okay, ich kann Zeta-Funktionen auf dem ganzen Komplexen verstehen, außer diesem einen roten Punkt, wo wir unseren Pol finden. Ja, und jetzt kommt was ganz Erstaunliches. Sebastian hat zu Beginn in seiner Einführung gesagt, dass die Mathematik ein Abenteuer ist, wo man sozusagen ins Ungewisse aufbricht und vielleicht manchmal auch sozusagen ganz verrückte Ideen hat, um Probleme besser zu verstehen. Und ja, es geht ja hier um die Riemannsche Vermutung. Und wir haben jetzt nach dieser Vorbereitung eine zweite Möglichkeit, die Riemannsche Vermutung zu verstehen und zu formulieren. Und hier steht eine zweite Version der Riemannschen Vermutung, die total anders ist als die erste, aber trotzdem die gleiche ist. Sie erinnern sich, in der Riemannschen Vermutung ging es darum, wie sind die Primzahlen verteilt? Ist diese Approximation des Integrallogarithmus, ist das eine gute Approximation? Ist die so gut, dass es der Fehler nur ungefähr halb so viele Dezimalstellen benötigt,
wie die Zahl selbst. Und hier steht jetzt eine völlig andere Aussage, die hat nämlich was mit der Riemannschen Zeta-Funktion zu tun. Und Sie erinnern sich aus der Schule sozusagen, das Wichtige an den Funktionen sind oft die Nullstellen. Und wir wollen uns hier mit den Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion beschäftigen. Und da gibt es welche, die liegen bei minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10. Die brauchen uns nicht weiter zu interessieren, die sind irgendwie langweilig. Die interessanten Nullstellen sind die, die übrig bleiben. Und die, das ist die Vermutung von Riemann, liegen alle auf der Geraden 1/2, Realteil 1/2. Diese analytische Aussage über die Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion ist äquivalent zu der Aussage, dass die Approximation für die Dichte der Primzahlen eine sehr gute ist. Ja, das ist das Geheimnis der modernen Mathematik, Dinge in eine ganz andere Sprache zu übersetzen, in der Hoffnung, dass man dadurch gewissermaßen neue Werkzeuge bekommt und denselben Sachverhalt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. In diesem Sinne liefert uns die Zeta-Funktion ein Wörterbuch, das uns die Arithmetik der Primzahlen übersetzt in eine ganz andere Sprache, nämlich in die Sprache der Analysis, wo es um Funktionen, Ableitungen, Integrale, Nullstellen und solche Dinge geht. Und insbesondere wissen die Nullstellen der Zeta-Funktion alles über die Primzahlen. Und die Primzahlen, die wissen alles über die Nullstellen der Zeta-Funktion. Das Dumme an der Sache ist, wir verstehen weder die Nullstellen noch die Primzahlen. Aber zumindest haben wir gewissermaßen die Möglichkeit, die Sache von zwei Seiten zu attackieren. Hier habe ich Ihnen das mal gezeichnet. Hier sehen Sie die Landschaft der Zeta-Funktion. Dieser Gipfel hier, das ist der Pol bei S gleich 1. Dieser Gipfel hier sagt uns aus, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Und hier sehen Sie die Nullstellen. Das sind die langweiligen, die ich Ihnen vorhin erwähnt habe. Und hier sind die anderen schön aufgereiht wie Perlen auf der Kette auf der geraden Realteil 1/2. Ja, und wie gesagt, diese Nullstellen, die wissen alles über die Primzahlen. Wir merken uns mal, wo die sind. Hier sind die Imaginärteile. Die sind bei 14, 21, 25, 30, 32, 37. Diese Folge der Nullstellen wollen wir uns mal merken. Und jetzt zeige ich Ihnen, dass diese Nullstellen alles über die Primzahlen wissen. Also 14, 21, 25 und so weiter. Ich nehme diese Nullstellen, diese Gammas, und setze die in so eine Kosinusschwingung ein. Das ist so eine Kosinusschwingung, die ist noch ein bisschen gestreckt durch einen Logarithmus und da steckt diese Nullstelle drin. Wir machen das mal mit der 14, dann sieht das so aus. Das ist so eine Schwingung, die ganz schnell anfängt und dann immer träger wird. Und ich kann das Gleiche mit der nächsten Nullstelle, mit der 21 machen. Das sieht fast genauso aus, ist nur ein bisschen gestaucht. Und diese Schwingungen, die kann ich alle nehmen. Und also sozusagen für jede Nullstelle kann ich hier, für jeden Imaginärteil kann ich hier eine andere Zahl reinschreiben. Und jetzt kann ich sozusagen die Frequenzen alle überlagern. Ja, so wie wenn Sie ganz viele Radiosender gleichzeitig hören. Und ich kann die jetzt, die ersten 200 kann ich mal überlagern. Dann entsteht dieses Frequenzbild. Wie sieht das aus? Also das wackelt so hin und her. Aber das hat an verschiedenen Stellen ganz deutliche charakteristische Ausschläge nach unten. Wo sind die? Die sind bei den Primzahlen. Bei 2, 3, 5, 7, 11. Ja, also diese Frequenzen, die kennen die Primzahlen. Was habe ich reingesteckt? Ich habe reingesteckt die Nullstellen der Zeta-Funktion. Raus kriege ich die Primzahlen. Ich muss einfach nur hingucken. Ich sehe das mit bloßem Auge. Ich sehe mit bloßem Auge bei den Ausschlägen, wo die Primzahlen sind. Ich sehe sogar noch ein bisschen mehr. Wenn Sie genau hingucken, sehen Sie noch so kleine Ausschläge. Ja, wo sind die denn? Die sind bei den Primzahlpotenzen, bei den reinen Primzahlpotenzen. 4, 8, 9, 16, 25, 27, die nur einen Primfaktor in einer gewissen Vielfachheit haben. Ja? Also die Nullstellen wissen alles über die Primzahlen und das geht auch umgekehrt. Die Primzahlen wissen auch alles über die Nullstellen. Wenn ich die Primzahlen in so eine Kosinusschwingung einsetze, hier habe ich die ersten 1000 Primzahlen genommen, die 1000ste Primzahl ist 7919. Wenn ich diese Schwingungen alle überlagere und sozusagen 1000 verschiedene Radiosender höre, dann kriege ich auch so eine Zickzackkurve.
die ganz charakteristische Ausschläge nach unten hat. Und jetzt dürfen Sie raten, wo diese Ausschläge sind. Tja, die sind genau da, wo die Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion sind. Ja, also die Primzahlen wissen alles über die Nullstellen und die Nullstellen wissen alles über die Primzahlen. Und ich möchte das abschließen mit einem Zitat meines Bonner Kollegen Don Saguier. Es gibt zwei Tatsachen über die Verteilung von Primzahlen. Die erste ist, dass Primzahlen, obwohl sie als Grundbausteine der Zahlen ganz einfach zu definieren sind, scheinbar zufällig wie Unkraut in den natürlichen Zahlen wachsen und niemand vorhersagen kann, wann die nächste aufsprießt. Sie erinnern sich an die allererste Folie, da war dieses Quadrat mit den Zahlen bis 100 und die roten waren prim. Das sah schon ziemlich zufällig aus, wo die roten sind und schwer zu sagen, wann die nächste rote kommt. Die zweite ist noch viel erstaunlicher, weil sie genau das Gegenteil aussagt. Die Primzahlen verhalten sich unglaublich gleichmäßig, sind klaren Gesetzen unterworfen und folgen ihnen mit beinahe militärischer Präzision. Ja? Im Prinzip können wir die Primzahlen ablesen aus den Nullstellen einer analytischen Funktion. Das ist das Geheimnis der Riemannschen Zeta-Funktion und das Geheimnis der Primzahlen. Wir haben jetzt sehr viel gelernt über Primzahlen, über die Riemannsche Vermutung. Im letzten Teil möchte ich noch kurz auf die Frage eingehen, wo tauchen eigentlich Primzahlen bei uns im Alltag auf? Eine Motivation, denke ich, die wir alle teilen, ist, dass wir im alltäglichen Leben Dinge tun, wie wir wollen gern Bücher, Küchenartikel, anderes online im Onlinehandel einkaufen. Vielleicht mit Kreditkarte bezahlen. Wir wollen nicht, dass unsere Kreditkartendaten dann von allen lesbar sind. Wir wollen das sicher machen. Wir wollen im Online-Banking Transaktionen tätigen. Wir wollen miteinander kommunizieren über E-Mail und andere Wege, ohne dass vielleicht jeder das sieht. Oder zum Beispiel Daten an unsere Krankenversicherung übermitteln. Das sind alles Sachen, wo sensible Daten ausgetauscht werden, wo wir nicht wollen, dass Dritte die einsehen oder ändern können. Also überall dort, wo ich von einer Instanz zur anderen was übertragen will, habe ich das Problem, dass es einen Dritten in der Mitte geben kann, der es vielleicht sieht. Oder vielleicht nochmal ganz konkret, wenn ich Valentin eine E-Mail schreiben möchte, sitzt da vielleicht unser kleiner blauer Freund in der Mitte, der irgendwas abgreifen möchte oder irgendwas verändern würde, lesen möchte und wir wollen vielleicht nicht, dass der mitliest, was wir kommunizieren. Eine Idee ist, wenn Valentin und ich jetzt über ein gemeinsames Verschlüsselungssystem verfügen würden, dann wäre das Ganze schon sicherer. Dann könnte unser kleiner blauer Freund noch sehen, das, was vorbeikommt, aber er könnte nicht mehr lesen, was ich gerade in Valentin kommuniziere. Schön und gut, aber um so ein gemeinsames Verschlüsselungssystem zu haben, könnte man sich denken, müsste ich doch jetzt eigentlich zu Valentin fahren nach Bonn, mit ihm einen Schlüssel vereinbaren, wieder zurückfahren nach Göttingen und dann erst haben wir einen gemeinsamen Schlüssel, mit dem ich was machen kann. Das heißt, das Problem ist, um einen gemeinsamen Schlüssel zu vereinbaren, war es lange Zeit so, dass wir uns irgendwie treffen mussten oder über einen sicheren Weg einen Schlüssel kommunizieren mussten. Das ist heute nicht mehr so. Wenn ihr euer nächstes Küchengerät im Onlinehandel kauft, dann ist ja gerade der Punkt, dass ihr nicht da erst hinfahren wollt, um einen Schlüssel zu vereinbaren, sondern einfach von daheim was kaufen wollt. Da möchte ich einmal ein Beispiel vorstellen, wie man so einen gemeinsamen, sicheren Schlüssel produzieren kann, ohne dass man sich trifft. Und der verwendet Primzahlen, sehr große Primzahlen, Bitlänge vielleicht 1024 die Ecke. Und ja, wie machen wir das, wenn ich an Valentin was schicken will? Wir einigen uns auf eine Primzahl P und eine natürliche Zahl G. Die sind öffentlich verfügbar, die kennt jeder. Jetzt wähle ich mir eine zufällige Zahl A zwischen 0 und P und Valentin wählt sich eine Zahl B zwischen 0 und P. Ich rechne aus G hoch A und den Rest, den ich bekomme, wenn ich G hoch A durch P teile. Und Valentin rechnet G hoch B aus und teilt auch das mit Rest durch P. Jetzt schicken wir uns gegenseitig das Resultat, also ich schicke diesen Rest an Valentin und Valentin schickt den an mich. Jetzt habe ich also G hoch B bekommen und ich habe ja immer noch A. A und B, das teilen wir nicht. Also kann ich G hoch B hoch A nehmen,
kommt S bei raus, sage ich. Und Valentin macht es gleich mit dem, was ich ihm geschickt habe, nimmt es hoch B. Und G hoch A hoch B ist das gleiche wie G hoch B hoch A. Das heißt, diese Zahl, die wir ausgerechnet haben, ist die gleiche. Die haben Valentin und ich. Unser kleiner blauer Freund in der Mitte, was kennt der? Der kennt P, der kennt G und der kennt G hoch A und G hoch B. Jetzt können wir sagen, okay, wenn er G kennt und G hoch A kennt, dann kennt er doch eigentlich auch A, oder? Nun, das Problem ist, irgendwie schon, ja, er könnte A damit ausrechnen, aber das dauert so lange, dass es in der Praxis nicht funktionieren wird. Das ist ein sehr schwieriges Problem. Wenn ich G hoch A kenne, dann daraus A sozusagen hier alles immer mit Division durch Restmodulo P zu bestimmen. Nennen wir das diskretes Logarithmusproblem. Dass das so schwierig ist, sozusagen dieses A zurückzugewinnen, darauf basiert die Sicherheit von diesem Verfahren. Denn das bedeutet, dass unser kleiner blauer Freund eben nur G hoch A und G hoch B kennt, aber nicht A, nicht B. Deswegen kann der auch das da unten nicht machen, was wir ausgerechnet haben. Und das ist, ja, warum das System sicher ist. Das gibt es an ganz vielen Variationen hier. Und Primzahlen, auch andere Objekte spielen eine große Rolle in der Kryptographie. Ein Beispiel haben wir jetzt gesehen. Eine Idee ist, wenn ich mehr weiß über Primzahlen, was uns ja zum Beispiel die Riemannsche Vermutung geben würde, die würde uns mehr Wissen, mehr Informationen darüber liefern, dann würde ich auch einfach besser verstehen, was ich dann in der Kryptographie, was wir da machen. Also wir würden dann Primzahlen, andere Objekte besser verstehen. Auch aktuell wichtig sind so sogenannte elliptische Kurven, die tauchen am Freitag auch nochmal auf im Vortrag. Das sind so ebene Kurven, hier ist zum Beispiel ein Beispiel drin, wenn ich da Punkte drauf habe, kann ich Punkte auch in gewissem Sinne addieren, indem ich ihnen sozusagen einen Punkt zuordne, der die Summe sein soll. Und auch die sind eine wichtige Rolle, da spielen Primzahlen auch wieder eine Rolle hier im Hintergrund bei. Ja, und das ist praktisch die Idee, wenn ich mehr weiß über die Primzahlen, weiß ich mehr, kann ich einfach besser verstehen, wie verhalten die Objekte sich. Teilweise gibt es dann auch konkrete Aussagen zur Laufzeit von Algorithmen oder zur Sicherheit von Kryptosystemen. Ich habe so, einfach mal ganz konkret zu machen, hier drei Beispiele mitgebracht, wo das ganz konkret, sage ich mal, aus den letzten Jahren oder auch hier ein bisschen länger zurück schon, mehrere Jahrzehnte eine Rolle spielt. Wir brauchen große Primzahlen in der Verschlüsselungstechnik, die muss man irgendwie erst mal finden. Eine Strategie ist, ich nehme mir irgendeine beliebige Zahl und gucke, ist es eine Primzahl? Dazu muss ich entscheiden können, ob eine Zahl eine Primzahl ist. Brauche ich auch so einen Primzahltest. Da gibt es einen Bekannten nach Miller-Rabin. Und wenn wir Riemann-Hypothese kennen würden, oder da noch eine verallgemeinerte Version davon, dann hätten wir da Informationen darüber, dass es schnell geht, herauszufinden, ob was prim ist. Bei diesen elliptischen Kurven, die ich gezeigt habe, da gibt es ein sogenanntes diskretes Logarithmusproblem. Das hat wieder damit zu tun, wenn ich so einen Punkt auf einer Kurve nehme, kann ich den Punkt wieder zu sich selber addieren. Gibt es so ein Additionsgesetz. Das ist einfach addieren, aber wenn ich weiß, wo ich gelandet bin und meinen Ursprungspunkt kenne, ist nicht einfach herauszufinden, wie oft ich den zu sich selber addiert habe. Und das nennt man auch das Discrete Elliptic Curve Discrete Log Problem. Und wenn die Riemannsche Vermutung wahr ist, dann sagt uns das, dass wenn ich hier eine sichere Kurve haben will, also eine Kurve, die jetzt sich nicht irgendwie komisch verhält, aus irgendeinem Grund sozusagen schlecht gewählt ist, dass dann es gut ist, nach der Zahl der Punkte da drauf zu ordnen, nach der Ordnung zu schauen. Das so hilft mir sagen, zu wissen, welche Kurven ich nehmen muss, dass es funktioniert. Oder bei komplizierteren Sachen, was man auch verwendet, sind sogenannte Isogeny-basierte Verfahren. Da geht es im Prinzip darum, dass ich, wenn ich mehrere elliptische Kurven nehme, da gibt es sogenannte Isogenien, die dann von einer Kurve zur nächsten führen. Da kann man sogenannte Graphen draus bilden, Isogeny-Graphen, das sehen dann vielleicht so aus, so ein Haufen Spaghetti hier. Und was jetzt hier schwierig ist in dem Graph, ich kann zwar da entlang wandern, wenn ich hier sehe, ich starte hier oben, kann ich dann den roten Pfeil nach unten nehmen, wunderbar. Aber was auch jetzt hier wieder schwierig ist, wenn ich in zwei Punkte gebe und sie fragt, ja, wie komme ich denn jetzt konkret vom einen zum anderen, dann ist es ein schwieriges Problem. Und hier würde uns die Riemannsche Vermutung sagen, dass dieses Problem so schwierig ist wie ein anderes Problem, nennen wir dann auch das Finden von Endomorphismenringen. Und das hilft uns einfach hier für die Einschätzung, wie schwierig das Problem ist, was wir sozusagen als diese Sicherheit reinstecken in unser Kryptosystem. Das sind einfach so zwei Beispiele hier von solchen Graphen, die da eine Rolle spielen. Also es sollen jetzt einfach so ein bisschen kleine Eindrücke sein, wo es dann mal ganz konkret dann Anwendungen findet. Ja, das war es auch, was wir heute Abend mit Ihnen erstmal teilen wollten. Wir danken uns herzlich, dass Sie da waren und hoffen natürlich, dass wir Sie am Morgen und übermorgen hier wieder sehen dürfen.
Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Damaris, lieber Valentin. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso gefallen wie mir. Ich muss ehrlich sagen, ich gehe mal auf die andere Seite. Ich muss ehrlich sagen, ein fantastischer Vortrag. Ich hoffe, es ging Ihnen genauso. Damaris hat bis Folie 5 gebraucht, um uns das erste Mal Angst zu machen, würde ich sagen. Ja, da ging es darum, Primzahlen bei den geraden Zahlen zu entdecken, also die anderen Primzahlen. Wenn man da sozusagen nicht genau mitgedacht hat, dann war man raus und ging Ihnen doch wie mir, wahrscheinlich Ihnen auch. Eigentlich dachten wir, sind doch fit in Primzahlen, zumindest die Eindeutigkeit bei der Zerlegung, oder? Das war doch irgendwie klar. Okay, Valentin hat es dann weitere 5 Folien geschafft, später, indem er dann uns das erste Mal das Integral und die erste Sichtweise auf die Riemann-Vermutung untergejubelt hat. Haben Sie es gemerkt? Es war so ganz unten auf der Folie, das war so relativ, kommt nicht drauf an. Doch, kam drauf an, ziemlich sogar. Die anwesenden Schüler und Schülerinnen, ich freue mich, dass ihr da seid insbesondere. Also keine Sorge, ihr müsst mit 15 nicht das Gleiche machen, was Gauss gemacht hat. Ich bin froh, dass Gauss vorkam, das war wirklich toll. Dann hat Damaris uns ungefähr knapp 10 Folien in der Mitte, aber so richtig Angst, sehr sympathisch, aber so richtig Angst eingejagt, indem sie ganz lässig mal gesagt hat, naja, jetzt kommt ein bisschen Mathematik, aber Sie müssen nur ein bisschen mitdenken. Stimmt, mussten wir, haben wir. Wir haben auch alles verstanden, oder? Und dann wollte sie uns wieder versöhnen, indem sie so ein bisschen über die Anwendung gesprochen haben, beide. Und ich glaube, das haben wir auch geglaubt und insbesondere sind wir Ihnen sehr dankbar. So, das war meine emotionale Reise. Ich bin gespannt auf Ihre. Haben Sie denn Fragen an die beiden? Ja, wir haben auch Mikrofon. Vielleicht einmal einen kleinen Applaus an unsere beiden, die hier unterstützen. Ja, mir hat der Vortrag auch sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil er für mich so ganz überraschend anfing mit der ersten Formulierung der Vermutung, die ich nämlich gar nicht kannte. Ich kannte nur die zweite. Und meine Frage ist jetzt, hat Riemann eigentlich beide Vermutungsformulierungen schon gekannt und hat er auch deren Äquivalenz bewiesen oder ist das jetzt mehr so im Vortrag dazugekommen? Die beiden Vermutungen sind quasi, oder die beiden Versionen der Vermutung sind gewissermaßen vom höheren Standpunkt aus ganz elementar äquivalent. Und das wusste schon Riemann. Die Arbeit, die berühmte Arbeit, eigentlich seine einzige zahlentheoretische Arbeit von 1859, ist überschrieben, so ähnlich wie über die Anzahl der Primzahlen unterhalb einer gegebenen Größe. Norbert, du kannst mich im Zweifelsfall korrigieren, wenn es etwas anders lautet, aber so ungefähr. Also im Titel steht sozusagen die erste Version der Riemannschen Vermutung, aber also aufgestellt wird quasi die zweite Version. Und warum diese beiden Versionen im Wesen, also eigentlich sozusagen vom höheren Standpunkt aus elementar äquivalent sind, das haben Ihnen diese kleinen Grafiken gezeichnet, diese Frequenzen, die ich überlagert habe, was da in Wahrheit passiert, ich habe das nur nicht gesagt, was da in Wahrheit passiert, ist, man berechnet die Merlin-Transformierte der logarithmischen Ableitung der Riemannschen Zeta-Funktion und wenn man das auf zwei Arten macht, steht auf der einen Seite die Anzahl der Primzahlen und auf der anderen Seite steht eine Summe über die Nullstellen und das muss gleich sein und deswegen kann man das eine sofort in das andere übersetzen. Und das wusste auch Riemann. Elementar äquivalent, unglaublich. Ne? Man glaubt ihm das, wenn er das so lässig sagt. Aber vielen Dank für die Frage, auch für den Kommentar zwischendurch. Das war natürlich nur ein Test von Damaris, aber Sie haben ihn bestanden, finde ich gut. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, dort hinten, wunderbar. Juliane, es tut mir leid, du schaffst das. Vielen Dank für Ihre Frage schon mal. Ich hatte eine Frage zum dritten Punkt aus der 34. Folie. Klar. Und zwar, also eigentlich zwei Fragen, aber die sind beide zu diesem Punkt. Und zwar erstmal, könnten Sie vielleicht Näheres darüber sagen, welche Endomorphismenringe, um welche es dort geht und inwiefern das schwierig ist, diese Wege zu finden, weil wir wissen ja, dass wir in linearer Laufzeit den Graph durchgehen können.
Ist dann einfach die Anzahl der Knoten extrem groß oder worin besteht dort die Schwierigkeit? Danke. Ja, also man muss auf jeden Fall eine große Anzahl wählen. Es geht hier um die Nomorphismenringe von elliptischen Kurven, die hier spielen. Vielleicht ein paar Worte noch dazu. Es gibt da verschiedene Versionen, was man machen kann. Also links sehen Sie sogenannte L-Azotchny-Graphs. Rechts spielen sogenannte supersinguläre elliptische Kurven eine Rolle. Und ich meine, eine grundlegende Sache, die wir auch bei dem Diffie-Hellman gesehen haben, ist, dass ich in der Kryptographie nicht mit ganz kleinen Beispielen arbeiten kann. Wenn meine Struktur einfach zu klein ist, kann ich einfach dadurch, dass ich Dinge direkt suche, die Lösung finden. Warum man vielleicht jetzt hier darauf ausweicht, auf die Azotchny-basierten Kryptosysteme, ist die Sache, dass, was ich Ihnen gezeigt habe, das Diffie-Hellman-Protokoll, gebrochen werden könnte, wenn wir davon ausgehen, dass wir einen Quantencomputer haben. Und das ist seit Shor's Algorithmus bekannt, schon seit, ich weiß nicht, mittlerweile so vielleicht 15, bald 20 Jahre müssten das sein. Und das hat viel Mathematik oder viele Forschende hier in dem Gebiet dazu gebracht, zu fragen, welche Probleme kann ich finden, die immer noch schwierig bleiben würden, wenn ich einen Quantencomputer zur Verfügung habe. Und gebrochen werden könnten Discrete Log Problem, was ich Ihnen gezeigt habe, das Standard Diffie-Hellman könnte auch gebrochen werden, aber die Verfahren, die eben auf diesen Isogenie-basierten Kryptosystemen beruhen, da haben wir bisher noch keine Attack, die das Ganze brechen würde. Kann natürlich auch sein, dass jemand da kommt und das findet, aber bisher haben wir die noch nicht. Also es gibt im Prinzip, ja, also es gibt da mehrere Versionen, wie man das dann im Detail machen kann. Ja, deswegen sehen die Graphen vielleicht auch ein bisschen gar nicht so ähnlich aus, weil ich da vielleicht zwei Beispiele genommen habe, die hier relevant sind. Vielen Dank, liebe Damaris. Vielleicht eine kleine Anekdote nebenbei. Der Valentin hat mir vor der Veranstaltung hier erzählt, dass er nämlich eine Schülerveranstaltung noch gemacht hat zu dem Thema. In Bonn ist eine dreitägige Veranstaltung 4 Tage lang, das ist klar. Wir übertreiben auch am Anfang schon und machen das mit Schüler und Schülerinnen. Einmal mehr schön, dass auch einige jetzt hier sind. Und da hat er auch über die Riemann-Vermutung, über Primzahlen und Ähnliches erzählt. Und auch da gab es die Schüler und Schülerinnen, die in diese Richtung gefragt haben. Also nicht ganz über Endomorphismenringe, aber über Quantencomputer. Das war schon irgendwie eine spannende Sache. Also offensichtlich für jeden Alter was dabei. Vielen Dank für die Frage. Hier vorne haben wir noch eine Frage. Julian, es tut mir leid, der Nick hat gar nichts zu tun und du musst ja die ganze Zeit das Mikro hin und her tragen. Ja, ich hätte eigentlich die Frage, und zwar, Sie erwähnten eben, Herr Blömer, dass so bestimmte Prozesse auszurechnen, dass das halt zu lange dauert mit Rechnern, die man so kennt. Die Quantencomputer sollen ja schneller sein. Mich interessiert so, würden Analogrechner helfen? Weil der ja eine unendliche Genauigkeit hat und eine ja, unendliche Geschwindigkeit. Oder reichen uns die Formeln dafür nicht oder gibt es da irgendwelche Erfahrungen in die Richtung? Okay, also ich weiß nicht genau, was Sie sich unter einem Analogrechner vorstellen, aber die Sache, ich meine, ich hatte Ihnen vorhin diese Folie gezeigt, wo man sozusagen glaubt, naja, also sozusagen diese Differenz ist immer negativ. Und dann stellt sich raus, die wird irgendwie bei 10 hoch 100 das erste Mal positiv. Und sozusagen letztlich, egal was Sie machen, wenn es mehr Rechenschritte sind, als es Atome im Universum gibt, dann sind wir aufgeschmissen. Also im Universum gibt es 10 hoch 80 Atome. Wenn Sie sozusagen an jedes Atom quasi einen Rechenschritt dranhängen und das ausführen wollen, egal wie Sie das machen wollen, so viele Rechenschritte kriegen wir nicht hin. Also da müssen wir zu lange warten. Die Analogrechner, die wurden ja so um die 50er Jahre entwickelt und wurden quasi eingestellt, nachdem es den Transistor gab, also einen Digitalrechner. Ein Analogrechner rechnet ja zum Beispiel also die Abrisskurve der Luft an einem Flügel im Prinzip live. Dargestellt wird das ja über Oszillographen zum Beispiel.
Also ich will jetzt nicht da näher drauf eingehen, aber diese Technik ist eine völlig andere. Und okay. Das hat mich jetzt nur interessiert, ob das überhaupt relevant ist für dieses Thema. Das weiß ich im Detail nicht. Letztlich hängt es natürlich von den Algorithmen ab. Also ja, genau. die Algorithmen, die sind so gemacht, dass sie, wenn jemand mit einem tollen Algorithmus daherkommt, super, den kennen wir vielleicht noch nicht, den Algorithmus, aber sozusagen die Algorithmen, die wir kennen, die müssen eine gewisse Anzahl von Rechenschritten abarbeiten. Mhm. Und dann ist mir letztlich egal, was die Plattform ist, auf der ich diese Rechenschritte durchführe, ich muss die halt irgendwie machen. Mhm. Und wenn das zu viele sind, dann habe ich irgendwie verloren. Also dann ist das sozusagen in einer Zeit, die wir Menschen überblicken können, nicht durchführbar. Und ich meine, darauf basieren diese ganzen Algorithmen. Theoretisch, wie da Maris gesagt hat, theoretisch, wenn sie eine bijektive Funktion haben und alle diese Algorithmen haben irgendwo eine bijektive Funktion, können sie die Umkehrfunktion per Definition, die gibt's. Die Frage ist, ob wir die finden in endlicher Zeit oder in einer Zeit, die wir Menschen überblicken können. Natürlich, wenn ich g hoch a weiß und g weiß, dann muss ich irgendwie das a bestimmen können. Die Frage ist nur, wie lange dauert es? Und das ist halt unter den Algorithmen, die wir kennen, nicht so durchführbar, dass wir das noch erleben. Vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall googeln, was ein Analogrechner ist. Vielen Dank für die Frage. Da war noch eine Frage. Hinter Ihnen, genau. Juliane, einmal. Ja. Setze dich gerne durch und nimm den jungen Herrn hier vorne. Ja, danke. Ich hätte eine Frage zu diesem Zusammenhang zwischen den Nullstellen von der Zeta-Funktion und den Primzahlen, die wir dann letztendlich daraus berechnen. Und zwar kann man sich das in gewisser Weise so vorstellen, dass man ja ein irgendwie geartetes höheres Objekt hat, was sozusagen so eine Art ja, Eigenfrequenzen besitzt und sich die Primzahlen dann letztendlich durch Interferenzeffekte oder so aus diesen Eigenfrequenzen irgendwie manifestieren, weil man hat ja auch gesehen, dass man zum Beispiel die Primzahlpotenzen dann auch bekommt. Das ist ja auch ein Effekt, den man beobachten würde, wenn man jetzt zwei Sinusfunktionen, die eine die doppelte Frequenz hat und wenn man die dann überlagert oder so. Gibt es da irgendwie ja, Interpretationsansätze? Also ein bisschen ja und ein bisschen nein. Ein bisschen ja, insofern, als natürlich Fourier-Analyse da eine Rolle spielt. Und ich hatte vorhin auf die vorherige Frage geantwortet, was da in Wahrheit dahinter steckt, ist die Merlin-Transformierte der logarithmischen Ableitung der Zeta-Funktion. Merlin-Transformation ist eine Art von Fourier, ist eine multiplikative Fourier-Transformation. Also da steckt eine Art von Fourier-Transformation oder auch eine Art von Dualität dahinter. Also wenn Sie wollen, können Sie Primzahlen und Nullstellen als duale Objekte bezeichnen. In der Hinsicht ja. Und in der Hinsicht können Sie das auch, wenn Sie wollen, als Frequenzen sich vorstellen. Ich will nicht zu weit vorausgreifen. Diese Frage wird uns noch mal im letzten Vortrag beschäftigen. Denn wenn man sich diese Nullstellen anschaut, wenn die da alle, Sie sehen es hier, wenn wir Glück haben, liegen die wirklich auch immer weiter, alle auf der Geraden, 1,5. Und man hat vielleicht so die Hoffnung, dass das tatsächlich irgendwie Eigenwerte eines geeigneten, selbstadjungierten Operators sind. Also davon kann man träumen. Okay, davon wissen wir aber auch nicht so viel. Das wird man dann am Freitag im Vortrag auch sehen. Da will ich aber nicht zu weit vorgreifen. Diese Dualität zwischen Nullstellen und Primzahlen kann man aber auch ganz anders sehen. Und das ist vielleicht der viel elementarere Zugang. Damaris hat uns gezeigt, dass die Zeta-Funktion eine Produktentwicklung hat. Als Produktentwicklung über Primzahlen. Und nun hat jede halbwegs vernünftige Funktion auch eine Produktentwicklung über Nullstellen. Bei Polynomen ist das irgendwie klar und bei etwas komplizierteren Funktionen geht es in der Regel irgendwie auch noch. Na, jetzt haben Sie zwei Produktentwicklungen, eine über die Primzahlen, eine über die Nullstellen. Die müssten irgendwas voneinander wissen. Und dass sie das tun, hat man hier auf den Folien gesehen. Vielen Dank. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon den ersten Gast für den Freitagvortrag. Das freut mich. Ja. War da noch eine Frage? Da habe ich nur was. Ist das eine Meldung? Nein, nicht? Okay. Dann gerne erstmal den jungen Herrn dort hinten und dann nehme ich Sie. Genau. Danke. Also das ist jetzt, Herr Böhme, tatsächlich genau auch der Punkt, bei dem meine Frage anknüpft.
Kurz zum Hintergrund, eher sprachlich orientiert, Ideengeschichte. Und es ist schon faszinierend, wenn man Ihnen beiden zuhört, auch im Vorfeld natürlich dann sozusagen die galaktische, intergalaktische Reise, dass es tatsächlich anmutet, es seien, dass hier verschiedene Sprachen, die miteinander kommunizieren. Gerade dieser Dialog, grafisch dargestellt durch die Schwingungen, übertragen in der Musik, wäre das vielleicht ein Kontrapunkt. Ansonsten in der Sprache vielleicht Lyrik, die sich reimt, nur einige der Analogien. In der Sprachphilosophie finden sich bestimmt noch weitere. Meine Frage ist auch elementar zu dem Nullpunkt und zu den Primzahlen, aber auch den weiteren Zahlen. Sind denn Primzahlen und Zahlen gegenüber dem Nullpunkt mit dem gleichen, wären das jetzt Programme, mit dem gleichen Quellcode verbunden? Also haben denn die Nullfunktion und die Zahlen, einschließlich der Primzahlen, sozusagen den gleichen Ursprung? Danke. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also mein Anfangen, um sagen, das Konstruieren, beginnen wir normalerweise mit natürlichen Zahlen, dass wir die aufbauen. Und ausgehend von natürlichen Zahlen gibt es sozusagen, also ich meine, um Primzahlen hinschreiben zu können, brauchen wir so Begriffe wie zum Beispiel Teilbarkeit. Und die Begriffe werden so in der Form der Mathematik, wie wir sie heutzutage betreiben, ausgehend von dem Fundament der natürlichen Zahlen entwickelt. Also ich weiß nicht, ja, natürlich die Frage, wie man sich das vorstellen kann, vielleicht sagen, okay, erst müssen wir irgendwie uns die natürlichen Zahlen schaffen oder sagen, was es sein soll. Das ist auch gar nicht so ganz komplett offensichtlich, wie man sich das vielleicht denkt. Und wenn man sich da mal darauf geeinigt hat, was natürliche Zahlen sind, dann kann man von da aus sozusagen aufbauen und von dieser Sprache heraus dann das Konzept der Primzahlen entwickeln. So würde ich mir das vorstellen, wenn wir das sozusagen aktuell in der Mathematik auch so tun. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen beantwortet, die Frage. Also für Primzahlen sozusagen ist das höhere Konzept für uns. Das Verfeinerte. Vielen Dank für die sehr interessante Frage. Der junge Herr in der Mitte, Nick. Ich meine Sie. Ja. Dankeschön. Ja, ich habe noch mal zwei Fragen. Eine, es sind ja, soweit ich weiß, schon Hunderttausende von diesen Nullstellen berechnet worden. Und die liegen also alle brav auf der 1,5. Was hätte es denn für eine Konsequenz, wenn man welche finden würde, die nicht drauflegen, da wäre natürlich die Vermutung widerlegt, klar, aber was hätte das für eine Auswirkung auf die Überlegung der Äquivalenz von diesen Nullstellen zu den Primzahlen? Die könnte ja einfach nur ein bisschen daneben liegen sozusagen. Ne? Und die zweite Frage ist ganz persönlich, was glauben Sie denn selbst? Ist sie richtig oder ist sie falsch? Ja, kommen Sie doch bitte am Freitag, da werden wir genau diese Thematik nochmal besprechen. Also wenn Sie, ich fange mal mit der zweiten Frage an, also wenn Sie meine Privatmeinung hören wollen, ich glaube schon, dass die Riemannsche Vermutung stimmt. Ich bin da sehr gutgläubig und ich glaube es allerdings nicht deshalb, weil die ersten 10 hoch 20 oder 10 hoch ja, etwa 10 hoch 20 Nullstellen auf der Geraden liegen. Es gibt andere Gründe, die erzähle ich Ihnen am Freitag. Es gibt andere Gründe, die viel überzeugender sind, warum die Riemannsche Vermutung gelten sollte. Im Gegenteil, ich will noch mal darauf aufmerksam machen, wir haben heute schon Zahlenbeispiele gesehen, die uns sehr in die Irre geführt haben. Ja, also mit Zahlenbeispielen muss man sehr vorsichtig sein. Ja, zur ersten Frage, was würde passieren, wenn wir ein Gegenbeispiel finden würden, eine Nullstelle, die irgendwo ganz weit draußen, also ganz hoch oben sozusagen, ein kleines bisschen zur Seite ist. Ja, gut, die erste Aussage wäre, dann wäre der Fehlerterm in der Approximation schlecht. Ja, dann wäre er nicht x hoch 1,5, sondern eben x hoch 1,5 plus ein bisschen, je nachdem, wo halt die Nullstelle liegt. Es würde auch sonst ziemlich viel zusammenbrechen. Es gibt ziemlich viele Sätze in der Mathematik, die, wie wir sagen, conditional sind, die nehmen an, dass die Riemann-Vermutung gilt. Tja, wenn die nicht gilt, dann hat man es umsonst bewiesen, denn dann war das sozusagen auf einer falschen Voraussetzung aufgebaut. Es gibt ein paar ganz wenige Sätze,
die würden klappen, wenn die Riemannsche Vermutung nicht gilt. Es gibt so ein paar, ganz nette Sätze, die gehen andersrum los. Angenommen, die Riemannsche Vermutung ist falsch, dann gilt das Folgende. Die hätten dann Glück gehabt. Vermutlich war das sozusagen vergebliche Liebesmühe, diese Sätze zu beweisen, denn vermutlich bauen die auf einer Sache auf, die eben nicht stimmt, aber wir wissen es nicht. Und wenn jemand eine Nullstelle irgendwo findet, die oder sonst irgendwie aus theoretischen Gründen beweist, dass die Riemannsche Vermutung falsch ist, dann haben die paar Sätze, die sozusagen andersrum gehen, dann haben die Glück gehabt. Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Ich würde mich ähnlich optimistisch aufstellen und ja, ich glaube auch sozusagen dran, aber ich bin mir durchaus bewusst einfach, dass wir es nicht wissen. Und ja, ich denke, bei der Riemannschen Vermutung ist durchaus so, dass die meisten, denke ich, dran glauben, die ich auch so kenne, Valentin nickt auch. Es gibt in der Mathematik, wir noch ein Beispiel sehen am Freitag, auch ein paar andere Vermutungen, was gar nicht so klar ist und was ganz spannend ist. Also ich habe durchaus auch das Bewusstsein, dass sich Dinge mal drehen können. Bei der Riemannschen Vermutung zeigen eigentlich alles in die Richtung bisher, oder die große Mehrheit, denke ich, auch der Beobachtungen, der Vermutungen, dass sie wahr ist. Die spannende Frage ist natürlich auch, ob man die Million kriegt, wenn man die Riemannsche Vermutung widerlegt. Also davon würde ich ausgehen, ehrlich gesagt. Würde ich auch ausgehen. Ja. Irgendwie würde man sich besser fühlen, wenn man sie beweist. Ist ja entschieden dann aber, zumindest. Ja. Gut, aber Geld stinkt nicht. Ja, meine Damen und Herren, das ist kein Schlusswort, sondern das Schlusswort haben die beiden jetzt gegeben, insbesondere den Teaser auf den Freitag. Die Juliane möchte noch jemanden rannehmen, sehr gerne. Nehmen wir noch eine letzte Frage. Danke für die Gelegenheit. Sie erwähnten gerade die paar Sätze, die davon ausgehen, dass die Riemannsche Vermutung falsch ist. Ich hatte jetzt so ein bisschen den Eindruck, diese Sätze würden stiefmütterlich behandelt oder damit befasst man sich nicht. Ich denke, in diesen Sätzen steckt doch eine große Chance. Wenn man die mal weiterspinnt und weitere Konsequenzen daraus findet und dann irgendwann mal auf den Widerspruch stößt, dann hätte man es doch gelöst. Also insofern würde ich eine Beschäftigung mit diesen Sätzen sehr anraten. Ja, also ich wollte die auch gar nicht in irgendeiner Weise schlecht machen. Es sitzt glücklicherweise kein Kollege hier im Publikum, der sowas bereits bewiesen hat. Aber ja, also selbstverständlich haben Sie recht, das sind schöne Sätze, das sind Perlen. Und Sie haben auch recht, möglicherweise kann man auf die Art und Weise tatsächlich Widersprüche konstruieren. Es gibt sogar Sätze, die so funktionieren, dass man erstmal annimmt, die Riemannsche Vermutung gilt und dann beweist man sie und dann nimmt man an, sie gilt nicht. Und dann beweist man den Satz und dann hat man ihn in jedem Fall bewiesen. Also Sie haben durchaus recht, dass es da interessante logische Spielereien gibt und dass das vielleicht, wer weiß, auch irgendwie zu was Nütze sein kann. Vielen Dank für die Frage und insbesondere haben Sie damit natürlich auch ein Werkzeug nochmal dem Sebastian jetzt mitgegeben. Denn das nimmt er jetzt mit nach Braunschweig, um sozusagen vielleicht einen neuen Ansatz zu bekommen, wie man das jetzt angehen kann. Ja, meine Damen und Herren, nochmal einen Riesenapplaus an unsere beiden Vortragenden, Damaris Schindler und Valentin Blomer. Ja, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind, so effektvoll mitgedacht haben und noch bessere Fragen am Ende gestellt haben. So stellen wir uns das vor, so wollen wir gerne unsere gemeinsame Reise mit Ihnen auch noch fortsetzen. Wir haben schon einen Teaser, nicht mal einen kleinen, großen Teaser für Freitag jetzt schon gehört. Morgen ist aber auch noch Donnerstag und morgen wird der Kollege Schapacher vortragen. Norbert sitzt dort hinten, er freut sich schon, zu erkennen an der roten Maske. Ich weiß, wie er darunter lacht und er ist schon ganz interessiert, Sie morgen hier kennenzulernen. Morgen gibt es also den Vortrag von Norbert, ein geschichtlicher Hintergrund, Aspekte, wie es einzuordnen ist und was man aus der Geschichte vielleicht lernen kann. Und dann geht es am Freitag nochmal die Fragen weitergehend eruierend, die wir schon gerade jetzt angerissen haben. Das heißt, eigentlich nur ihretwegen werden die beiden dann nochmal am Freitag vortragen und die Reise fortsetzen. Wir würden uns freuen, wenn Sie nochmal dabei sind.
Wir bedanken uns heute erstmal, dass Sie da waren und vielleicht haben Sie noch mal Fragen, die Sie jetzt noch unter vier Augen oder sechs Augen mit den beiden klären wollen. Das können Sie vielleicht draußen dann noch mal machen am Buffet. Vielen Dank, dass Sie da waren. Einen schönen Abend noch und ich sag mal, bis morgen. Dankeschön.